Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Hallo, meine Hals tut so weh. Ja, der Mann musste gestern ran. Unsere Lümmel sind aber dafür sauber. Junge, das ist wirklich irgendwie gruselig, Alter. Das ist die Mutter, die ich nie hatte. Das ist die Mutter, die ich nur sonst im Bordell hatte und morgen auch wieder. Ja, heute. Heute, Brudi, heute. Heute wird sich sehr flüssig ernährt. Das ist übrigens eine Nottoilette gewesen heute Nacht. Junge, was ist denn schon wieder mit dir los? Du isst halt schon einen scheiß Keks, Alter. Dann gehst du mir nicht auf den Sack. Ich hab gestern 4 Kekse gefressen. Die Nein, waren, mit Hasch. Da war doch irgendwas drin, garantiert. Was ist denn jetzt los? Du bist ziemlich einer der attraktivsten Männer in diesem Raum. Tja. Ja. Ich bin ja aufgestanden. Ich muss jetzt erstmal auf mein Level oder auf meinen Modus kommen, wenn ich Jungs sitze. Jetzt will ich doch mal Ruhe kurz. So, jetzt ist es soweit. Da frühstücke ich doch gerne. Also ich. Was mir zum Frühstück? Sehr schmackhaft. Das hast du wirklich sehr, sehr schön gemacht, mein Lieber. Ja, yeah, ich habe alle Sklaven gezwungen, uns das Frühstück zu bereiten und jede Blaubeere einzeln zu waschen. In 3 Schritten. Die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Wir müssen zeitnah auschecken. Und ich muss jetzt meinen Koffer reparieren. Was mich sehr wütend macht, hat er weitere Schäden getragen hat während der Reise. Und ich habe den bereits in diesem Zustand erworben, sehr vergünstigt. Naja, was soll's. Jedenfalls, dieses Ducktape wurde hier der Gastgeberin entrissen. Mal gucken, was draus kommt. So, das ist jetzt das Ergebnis. Es ist besser als vorher. Sieht zwar jetzt nicht so professionell aus, aber zumindest farblich passend. Und wie geht's dir so? Mir geht's gut. Statement zu einer Ausscheidung? Ja, so schlimm war es ja nicht wie gestern. Das geht ja hier auch nicht, aber trotzdem sind wir heute im anderen Hotel. Also scheißegal. Haben wir eigentlich eine Sauna oder irgendwie so poolmäßig? Irgendwas war da doch. Ich weiß nicht. Jungs, ich muss das Zimmer anfangen. Ach so, das stimmt. Ja, Sie können sich gern dazulegen. So, jetzt gibt's erstmal ein bisschen Koffein für mein Hirn. Dann kann der Tag auch langsam, aber sicher beginnen. Das schmeckt interessant. So, wir verlassen jetzt Eindhoven. Langsam, aber sicher. Statement. Alter, diese Kräuterhexe. War die im Vlog zu sehen? Ja, oh ja. Diese Frau sollte dringend Was ist los? Haben wir unserem Körper eigentlich heute schon mal was Gutes getan? Na gut, das muss ja auch mal ausnahmsweise sein. Wird aber nie wieder vorkommen. So ein schönes Wetter, wirklich. Ja, ist echt schön. Wir haben uns nur auf Regen angestellt und jetzt ist tolles Wetter. Ausgezeichnet. Gute Frau. Ich hasse euch. Ich euch auch. Sehr giftig. Äußerst giftig. Du musst mal mehr Kekse essen. Du machst mich giftig. Ich füge mir schon so genug anderen Giften zu, wenn ich dich angucke. Feinste Schokolade. Wird verkostet. Aber ich denke, weitwinklig schmeckt es noch viel besser.
ja, das sieht schon mal viel, viel besser aus. Und schon sind wir in Amsterdam. Da vorne waren wir beim Suicide Boys Konzert. Und jetzt checken wir gleich ins Hotel ein. Es windet sehr, ich spreche später weiter. Hier checken wir jetzt ein, aber das Zimmer ist nur für 2 Personen gebucht, sonst hätten wir es doppelt bezahlt. Und ich will hier nicht wieder als Sparfuchs und Geizhals hingestellt werden. Der Mann wollte unbedingt nach Amsterdam. Wir hätten sonst 400 Euro bezahlt für eine Nacht. Du bist ein Sparfuchs und Geizhals, aber in dem Fall war es jetzt wirklich nicht anders zu lösen. Und ja, ich muss pissen. Ich auch. Darf ich Peking-Ente essen? Jo, ja. Ja, unser lieber August, der diskutiert intensiv am Tresen. Denkst du, das wird was hier? Was? Der ist am Tresen, ja. Ich glaube, die haben gecheckt, dass wir zu dritt sind. Anschaust, ich weiß, wie der August ist. Der ist so nervös und hektisch und krampft an seinem Zeug. Scheiße, am Ende können wir jetzt nie einchecken oder so. Oder müssen die 200 Euro mehr zahlen? Junge, Statement. Klasse Meister August. Das ist ein unfassbarer Unrat. Wir müssen in einer Stunde essen. Wir sitzen jetzt hier seit einer halben Stunde in so einem scheiß Hotellobby. Diese Damen beobachten uns, dass wir nicht ins Zimmer gehen. Weil die es, glaube ich, gecheckt haben, dass wir nicht zu zweit, sondern zu dritt da sind. Und der August will uns halt einfach die Karte für den Aufzug hier runter, wenn man braucht eine Karte für den Aufzug. Und er meint, er kann uns hier einfach hier hinlegen, geben und dann gehen wir hoch und er bleibt hier unten. Und das fällt ja nicht auf. Scheiße, Mann. Ich will einfach nur duschen gehen. So, es ist jetzt der 13. und vor genau 13, 14 Minuten circa haben sich die Deutsche Gewerkschaft und die EVG geeinigt auf einen neuen Tarif und der Streik wurde abgesagt. Ich hab gerade einen Bus gemacht. Statement? Ja, ich sag mal besser, als dass der Flixbus ausgebucht wäre. Fährst du mit dem Bus oder mit dem Bad jetzt? Also ich muss sagen, das Hotel macht einen sehr, sehr angenehmen Eindruck, wenn hier nicht schon irgendwelche Obdachlosen liegen würden. Junge, stabiler Ausblick auf jeden Fall auf eine massive Baustelle. Ja. Ja, also das ist unser Ehebett. Aber das ist wirklich riesig. Oh, geil. Also das ist ja wirklich massiv groß. Das ist schön. Ich werde jetzt duschen. Und zwar sehr rapide, weil wir haben Zeitdruck. Ja, kannst du bitte die Karte reinstecken? Das nenne ich mal ziemlich schick, ohne Scheiß. Also, ja, ja, ne, ne, nice. Jetzt müsste man nur noch hier legal übernachten. Ja. Dazu 2/3 legal ist es schon. Ah, kostenloses Wasser. Was? So eine Dusche habe ich noch nicht gesehen. Man hat die Wahl aus den 2 Brausen hier und man kann die Temperatur einfach gradgenau einstellen. Das ist wirklich faszinierend. Ich werde mich jetzt reinigen. Was für Hightech, ach so. Was ist das denn? Diese Scheißmucke, Alter, die geht mir so auf, diese Dreckskiffermusik. Ach nee. Weißt du, wer die angemacht hat? Ja, ich auch. Wir müssen jetzt übrigens los. Ich bin fertig. Ich bin auch völlig fertig auf die Nerven. So, für diese Stadt habe ich mich sogar mal rasiert und schön gemacht. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich bekomme Rabatt bei den dicksten Nutten. Wir fahren jetzt auch getrennt Fahrstuhl, damit unser Plan hier nicht auffliegt. Aber das Hotel ist echt nice und ja, das ist wirklich schön, aber trotzdem ist es schwer alles mit dem ganzen Scheiß hier. Oh Gott, ich hasse mein Leben. Ich hab doch die Treppe genommen. Ich hab Hunger auf Ente, bra. Ich hab Hunger, also nehm ich. Alles schon gefehlt. Jetzt fehlt. Ja, mir auch. Ich werde es bei Decathlon nochmal zuschlagen, und zwar diesen Mini-Faltbaum-Rucksack, der eigentlich gar nicht mini ist, sondern echt massiv groß. Brauchen wir dann bei der Aufteilung unseres Gepäcks. Die Preise sind immer wieder sehr krass hier. Und wir hatten eigentlich eine Reservierung im Sea Palace, wo wir immer essen gehen, aber die schaffen wir nicht mehr, weil, ja, scheiß drauf. Digga! Ja, aber egal, gibt Schlimmeres. Das Main-Teil-Rucksack ist... Ja, das geht hier nicht um Qualität, es geht einfach um günstig und praktisch. Wie im Puff. Ja, sind wir schon? Vielen Dank für das Kleingeld, geliebter Onkel. Bitte ein Statement. Mein Statement für heute ist Kampf dem Kulturmarxismus. Vielen Dank, vielen Dank. Was ist ein Kulturmarxismus?
Kulturmarxismus ist vielleicht die besten eigentlich. Oh nee, wir sind jetzt auf jeden Fall in Amsterdam. Es ist immer wieder schön hier zu sein. Ich bin echt oft hier. Aber heute ist auf jeden Fall traumhaftes Wetter. Boah, was will man mehr? Ja, vielleicht in dem Boot sitzen. Und der Mann ist auf der Suche nach dem Coffeeshop. Was möchtest du jetzt hier? So, der Mann ist jetzt glücklich, der nuckelt schon wieder am sündigen Stängel. Das ist einfach nur wundervoll. Der Mann hat sich seine Waffeln reingehauen. Ja, er wirkt mir jetzt wieder gut, endlich. Diabetes mit 30 so kommen kann und wird. Scheißegal, in Amsterdam soll es mir gut gehen, ich freue mich. Das ist eine gute Einstellung. Und man braucht viele Kohlenhydrate, damit der Pimmel schön steht. Ja, braucht er, damit ich stehe. Ich wollte hier gerade in die Seafood Bar einkehren und fein speisen, aber ohne Reservierung bekommt man an diesem wunderschönen Samstag leider nirgends einen Platz. Das heißt, heute wird wieder mal Müll gefressen. Aber ich habe die anderen verloren. Ich weiß wirklich nicht, wo die sind. Also nur Käse und Brötchen und so. Ich war sehr, sehr lange nicht an einem so schönen Samstag in Amsterdam. Es ist ja geisteskrank, was hier los ist. Junge, Junge, Junge. Massive Empfehlung geht raus für das Fulu Mandarin. Wow, das war geil. Ich habe mir den Tisch mit ein paar anderen Leuten geteilt, weil es so unfassbar voll war heute am Samstag. Aber ich bin sehr, sehr froh. Junge, hier ist was los. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich überhaupt einen Platz bekommen habe, weil in anderen Restaurants, wie ich gezeigt habe, war es ja schon sehr schwierig. Der Hummer war, boah, der war so gut und auch richtig, richtig groß. Also ich würde den auf, weiß ich, 950 Gramm vielleicht schätzen, vielleicht sogar ein Kilo. Und das für 52 Euro. Der Schweinebauch, oh, mit 19 Euro zwar ziemlich teuer, aber Präsentation und Geschmack 1A, also massive Empfehlung geht raus. Es ist mindestens so gut wie im Sea Palace, wo wir heute leider nicht hin konnten, weil wir es verpasst haben. Egal, jetzt ist meine anderthalb Stunde echter Urlaub vom Urlaub, wenn ihr versteht, was ich meine, leider vorbei. Und ich muss die Jungs suchen. Naja, ich möchte die Jungs suchen, natürlich. Ich vermisse die jetzt schon. Ich habe außerdem den Kinomodus angemacht. Ich wollte eigentlich nochmal den Bahnhof zeigen. Mann! Feinster Müll. Dieser Mann hat leichte Anzeichen einer Krankheit, deswegen esse ich jetzt dieses Ingwerzeug. Ich sagte, ich esse dieses Ingwerzeug. Oh, Alter. Weil ich ja mit dem Mann das Bett teilen muss. Oh mein Gott. Hab dich lieb. Ich auch, ja. Wo gehen wir jetzt hin? Ins Rotlicht. Was machen wir da? Ficken. Mit der August nicht mal einlochen? Das erste Mal? Geht das wieder los? Jetzt sagst du gleich, dass der kokst. Ach man, ihr geht mir alles auf die Eier. Also wir sind jetzt im Rotlichtviertel, wie man unschwer im Hintergrund erkennen kann. Und ja, mal gucken, was sich so ergibt. Was legst du heute so dein Augenmerk?
aufs Hotelzimmer und schlaf. Um ehrlich zu sein. Und du? Wie kannst du haben bei mir, was du willst, mein Schatz? Ach, ihr regt mich auf. Ich will titten, und zwar riesige. Haben wir heute eigentlich schon mal. Alter, nee, ohne Scheiß. Das ist so wunderschön. Also samstags bei gutem Wetter ist Amsterdam einfach nur geisteskrank. Nee, Mann. Ja, so sieht man sich wieder, du magere Sau. Jetzt riech dir deinen miesen Hühnerhals um. Ja, jetzt hat das feige Schwein sogar Unterstützung geholt. Ihr könnt ihr Zähne mit euren langen Beinen holen. Ich breche euch allen den Hals. Ja, Kalb. Was? So schnell. Wir haben ja gerade mal 12 Minuten. Du hast die Zeit gestoppt? Nee, aber ich habe auf die Uhr geschaut. Die Frau ist gut gearbeitet. Wirklich? Ja. Aber dann geh doch da auch rein, ob es kommt. Ich will nicht auf dieses Durchgereiche verweibern. Oh. Heieiei, grüß an Mr. Diabetes. Nicht du? Vielen Tripper. So, ich habe jetzt meine letzten 5 Euro ausgegeben für diesen Bubble Tea. Und kannst du dir jetzt bitte eine dickbusige aussuchen? Ja. Lol. Mike, mein Freund, es ist gerichtet. Einfach nur schön. So ein Scheiß, Mann. Was denn? So, der nächste Mann ist jetzt drin bei einer, ach, die Linke, bei einer blonden Dame mit großen, durchaus unnatural unterstützten Dingern. Ich bin stolz auf diesen Mann. Er zieht es durch diesmal. Geil. Statement? Ja, ich finde es auch schön, dass er es macht. Man hat schon so lange davon geredet, und er zieht durch. Ja. So, wir haben 10 nach oben, ist er rein. Gucken wir ja. Was? Also, ja, es sind bereits 10 Minuten vergangen. Ich hoffe, dem Mann geht's gut. Ich sag ja nur Hostel. Alter, stell dir vor, so eine halbe Stunde. Bleibt denn der August? In einer Stunde. Wo bleibt denn der August? Als ob der nachgezahlt hat. In anderthalb Stunden. Sag mal, wir gucken jetzt mal nach. Dann kommt er einfach nicht wieder. Da steht die alle in dem Schaufenster einfach, als ob nichts gewesen wäre. Ja, Junge! Scheiße. August. Dann ist er im Red Room und wacht auf und wir werden alle Zähne gezogen für Spenden. Aber dann passiert uns aber auch noch was, wenn das passiert. Du weißt, wie es im Hostel läuft. Ich weiß gar nichts. Schnitt. Das kommt bitte nicht ins Bild. Also. Ihr kennt mich, ich verachte eigentlich McDonald's, aber YOLO. Es wird sich nur mal mies gegönnt. Leider hat diese Filiale keine Toilette. Und ich pinkel mir fast ein, aber dafür lasse ich mir diesen Cheeseburger schmecken. Wer? Gut. Okay, also das war's dann wohl mit den Öffis. Um eins, ich weiß gar nicht mehr, wann die zumachen normalerweise. Ja. ICE, weißt du, was für ICE zahlen? Wie willst du zu dem ICE kommen, wenn das hier zu ist? Der Bahnhof ist closed. Ja, da müsst ihr euch ein Taxi teilen. Fuck you. Ich lauf zu Fuß zu. 11 Minuten, 11 Kilometer laufen oder? Ja. 40 Euro Uber? Ja. Wie bitte? Ja. Ja, dann können wir ein bisschen Karaoke machen auf dem Heimweg. Ich weiß nicht, ob meine Beine das noch schaffen. Aber... Ach Mann, meine Beine sind gut. Ich war so oft in Amsterdam, Alter, und auch nachts. Wie kann man denn so verblödet sein? Ihr steht ja trotzdem noch in 9 Minuten, 11 Minuten. Ja, aber der fährt ja da drin. Wir dürfen ja nicht rein. Wir dürfen ja nicht rein. Yeah. Danke für den Applaus von so dummer Idee. Ja, super. Statement zur momentanen Situation. Wir fahren jetzt Bus.
oder laufen zu Fuß? Ich denke ICE. Bin Spaß, da gibt doch ein Taxi oder so. Ja, genau. Alter. Meine Beine tun so weh nach diesen 4 Tagen, ich kann nicht mehr. Statement zur Situation. Naja, wir sind, steigen jetzt hier auf gut Glück ein, weil wenn der Bus weg ist, fährt gar keiner mehr. Insofern hoffen wir, dass wir näher rankommen. Okay, Statement zu diesem Plan. Was soll ich dazu sagen, Mann? Das ist alles nur noch... Ja, traurig. Das ist eine Scheiße. Alter, was ist denn jetzt so lustig? Ich leide. Ich habe Schmerzen und bin müde. Ja. Er ist schuld. Warum sind Sie schuld? Nicht er. Achso, wann dann? Achso, warum sind Sie schuld? Weil ich die Idee zu der Reise hatte wahrscheinlich. Ja. Der Reiseveranstalter hier. Du bist der Tourguide. Pizzifiz. Nach neuer Recherche sind wir im richtigen Bus, aber fahren jetzt 36 Minuten bis nach Hause. Aber wir kommen an und es ist besser als 11 Kilometer zu laufen. Ist fast leer. Wir dürfen nie aus dem Bus fliegen, sonst kommen wir lieber nach Hause. YOLO! Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach alt bin. Oder dass es einfach eine absolut geisteskranke Urlaubsplanung war, aber ich bin vollkommen fertig. Es ist 2 Uhr morgens. Dieser Mann, der will unbedingt noch mehrere schmökern, aber wenn ich das Hotel einmal erreicht habe, werde ich es nicht nochmal verlassen. Wie alt bist du jetzt? 20. Du bist erst 20? Ja. Ich dachte, du bist 21. Ach Junge, du machst mich jetzt fertig. November 21. Ich wäre auch gerne nochmal 20, Alter. Ja. Ich würde jetzt gerne. Was? Junge. Ja, also das ist jetzt mein Bett, weil ich halt nicht krank werden möchte. Der Mann ist schon wieder am Bauen. Ich bin so unfassbar am Ende. Das war wirklich eine Reise, ne. Das war wirklich eine Reise, ne. Das war wirklich eine Reise, ne. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Mir fehlen einfach nur die... Wenn ich morgen aufwache und lebe und dieser Mann nicht mehr lebt. Ja. Der Gastgeber, der dröhnt sich unten die Birne zu und hat aber die Hotelzimmerkarte mitgenommen, deswegen ist hier kein Strom und wir haben nur eine Karte. Also schneide ich jetzt hier komplett im Dunkeln diesen Vlog, während der August scheißt und laut Musik hört. Das ist einfach nur faszinierend. Wir müssen jetzt noch Snacks holen. Na komm. Ich muss meine Schuhe anziehen. Ich gehe so. Gehst du so? Klar, ist das im selben Haus? Ja, mit so Kacheln. Mir egal. Wo sind meine Bandleitschen? Ich hab die Karten. Ja, ja, in der Tür. Tür ist auch noch was. Alter, meine Füße tun so weh. Alter, ziemlich krank. Alter, was wir gelaufen sind in den letzten 4 Tagen, das geht auf keine Hundehaut. Das ist doch mal eine Mahlzeit, das ist... Meine Uhr ist weg. Es ist sehr spät, auf jeden Fall. Du bist so geil, Alter. Das reicht nicht. Ich will... Deinen Speck durchwalken. Jo. Ich mach den August dick dann. Und dann.
Prost. Früher war ich schon duschen, du Penner. Ich hätte dich mal wecken sollen. Was kriegt denn mein Tier ab? So, ich muss das Hotel hier wirklich sehr gut bewerten. Also mir hat es echt Spaß gemacht, auf dem illegalen dritten Platz zu schlafen. Und auch thank you so much for the free night in a room for two with three people. Yes. Ist das so? Wir haben uns alle beschissen. In der Tat. Wir haben uns so beschissen, wir haben uns nicht gelegen. Danke. In einer Dreiviertelstunde bringt uns ein Bus aus diesem wunderschönen Land, leider Gottes. Hast du das doch genossen? Ja. Okay. Wir stehen zeitnah, also es scheint unter Druck. Ja, scheiße. Das ist die richtige Einstellung, bra. Ziemlich kalt, nee. Hodenkrebs! Da geht man rein, lässt sich eine Stunde bestrahlen, danach hat man Hodenkrebs. Ist das nicht eine feine Sache? Ist das nicht eine feine Sache? Ja, ja! Ja, du machst das. Yo, 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 yo! Es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Jetzt schon. Wir sehen uns am Mittwoch. Das ist korrekt. So schnell schon wieder. Die Leute haben sich aufgeregt, dass ich den Debattenpfeife gegeben habe. Es ist meine Pflicht, dir auch noch eine auf der anderen Seite zu geben. Stopp, Alter! Ah, Junge, ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe vor diesen Bastarden. So, dieses Getränk muss noch sein vor der Fahrt. Der Bus fährt im Prinzip jetzt. Komm, komm, mach auf! Nein. Einen schönen Kratzer geben. Fuck! Mann, Junge, es ist immer so stressig hier, dieser ganze Aufenthalt. Oh Mist, dieser ganze Aufenthalt bestand nur aus. Ja, von einem zum nächsten Ziel. Mann. Und dann jetzt zwei Tage später Männertag, weißt du? Drei Tage später. Ja. Und wird der Bus noch jetzt. Genau jetzt. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind pünktlich. Ich liebe dich. Wir sehen uns in drei Tagen. Es gab leider kein Frühstück heute. Ich habe auch meinen Snacks im Koffer. Und ja, in zweieinhalb Stunden sind wir in Duisburg. Das ist auch ganz, ganz traurig. So, ich bin mal gespannt, wohin mich meine Reise in Duisburg und dann in den Westen noch führt. Und der Herr August reist heim. Genau, ich reise heim. Ich hoffe, dass dem Gastgeber nicht das Grüne und Weiße ausgeht auf dem Heimweg, aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall muss ich sagen, es war eine sehr turbulente Reise. In der Tat! Was wir in vier Tagen erlebt haben, das sprengt alle Kamelärsche. Ich werde an dieser Stelle meine Filmtätigkeit beenden. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Es waren wirklich vier wilde Tage. Und wir sehen uns zeitnah wieder mit anderen sehr wilden Abenteuern. Tschüssikowski.